Im heutigen Marktgeflüster, da geht es um die Aktienmärkte. Die stagnieren heute so ein bisschen, geht nicht so recht voran, nicht so recht nach oben, nicht so recht nach unten. Es geht um Gold, da geht es voran. Das Gold hat die 2000er Marke mal kurz überwunden. Heute neues Allzeithoch und wir sehen an den Anleihenmärkten auch Bewegungen. Zum Beispiel neue Allzeittiefs bei der 5-jährigen US-Staatsanleihe und auch bei der sogenannten realen Rendite. Und das wiederum hat mit Gold zu tun. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns erstmal hier die Dinge an, wie sie sich heute in diesem Augusttag, an diesem durchaus immer wärmer werdenden Augusttag jetzt darstellen. Wir sehen hier diese 5-jährige US-Staatsanleihe, die ist heute unter die Marke von 0,2% gefallen. Und normalerweise könnte man ja sagen, okay, Gold steigt, die Anleihen steigen auch. Wenn die Anleihekurse steigen, dann fallen die Renditen. Die Aktienmärkte sind gestiegen, also irgendwie Rallye bei allem, aber es ist ja so, dass Gold und Anleihen eigentlich so ein bisschen als sicherer Hafen gelten. Erinnern wir uns, die Anleiherenditen sind deutlich gefallen, weil in der Corona-Krise oder auf dem Hochpunkt der Corona-Krise im März, weil alle in die Sicherheit wollten, in die vermeintliche Sicherheit und Staatsanleihen gekauft haben, während Aktien abverkauft wurden. Auch Gold wurde damals ja abverkauft, hat sich dann aber schnell erholt. Jedenfalls sehen wir, es geht immer weiter nach unten für die Renditen der US-Staatsanleihen und das angesichts einer Situation, wo die Amerikaner sich immer heftiger und immer stärker verschulden, also die Investoren verlangen immer weniger Risikoprämie für ein immer riskanteres Schuldenthema in den USA, könnte man sagen. Aber, und jetzt kommen wir zum Gold indirekt, wir sehen, dass auch die realen Renditen ein neues Allzeittief erreichen. Also etwa, wenn man die 10-jährige US-Staatsanleihe nimmt, die rentiert derzeit so bei um und bei 0,5% und davon die Inflation abzieht, dann kommt man auf die reale Rendite und die ist heute erstmals unter minus 1,0% gefallen. Und wir sehen einen engen Zusammenhang, ich hatte das mehrfach schon betont, zwischen der sogenannten realen Rendite, also Rendite minus Inflation, und dem Goldpreis, wie Sie in diesem Chart hier erkennen können. Das läuft mehr oder weniger parallel, weil Gold ja den Nachteil hat, nicht verzinst zu sein. In Zeiten, wo Zinsen hoch sind, ist Gold normalerweise weniger gefragt. Aber wenn die realen Zinsen, also wenn man die Inflation mit einrechnet, unter Null sind, dann ist natürlich dieser Nachteil von Gold überhaupt nicht mehr greifbar. Das erklärt, warum eben dieser Run auf das gelbe Edelmetall besteht. Wir sehen auch Silber heute deutlich im Plus. Kommen wir zu den Aktienmärkten, die heute so ein bisschen vor sich hin wabern, könnte man sagen. Gleichwohl, nachdem wir die BIP-Zahlen aus dem zweiten Quartal in den USA bekommen haben, die sind man ja so minus 32, irgendwas %, also ein bisschen weniger als letztes Mal. Da sehen wir, dass jetzt der US-Aktienmarkt in Relation zum US-BIP auf über 172% gestiegen ist. Auch das ein absolutes Allzeithoch, meine Damen und Herren. Sie sehen, es hagelt Allzeittiefs, Allzeithochs in diesem Sommerloch. Man kann fast schon gar nicht mehr von einem Loch sprechen. So viel Allzeit ist da der Fall. Und wenn wir uns mal die US-Aktienmärkte anschauen, nämlich die dominanten Tech-Werte, die sogenannten Fangman-Aktien, also Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix und Alphabet zusammengenommen, dann sind diese Firmen mehr wert insgesamt als das kombinierte BIP des kanadischen Aktienmarktes, respektive dessen Leitindex, als des DAX, des französischen CAC, also praktisch des französischen Leitindex, des italienischen MIP 40, des italienischen Leitindex, des spanischen Leitindex, IBEX, wie auch des britischen Leitindex, FTSE 100. Wir sehen also, es sind insgesamt 6 Aktien mehr wert als die Leitindizes von 2, 4, 6 Ländern. Das ist mal eine sportliche Leistung und spricht für eine faire Bewertung. Maßgeblich dafür verantwortlich ist zum Beispiel Apple. Heute gab es eine Meldung von Axios, dass Apple TikTok kaufen will. Diese App, die chinesische App, die Trump ja verbieten will in den USA, es sei denn, es kauft ein amerikanisches Unternehmen auf, dann wäre das wieder okay, aber da muss auch schön mal ein bisschen was abgeführt werden an den Paten und sein Finanzministerium. So hat es Trump ja in einem Interview geäußert. Apple allerdings hatte dementiert, aber schauen wir uns mal Apple an. Die haben nämlich einen neuen Rekord erreicht, schon wieder ein neuer Rekord, meine Damen und Herren. Die haben jetzt eine Marktkapitalisierung in Relation zum S&P 500, also zum Leitindex der Welt, von 6,5%. Das bisherige Hoch war im Jahr 1984 IBM, damals mit 6,4%. Also wieder ein wunderbares Allzeithoch und das
ist natürlich gerechtfertigt, wenn wir uns hier mal die Sprünge in den Umsätzen anschauen. Und da kann man sagen, dass im Grunde bei Apple seit dem Jahr 2014 in Sachen Umsatz nicht mehr wahnsinnig viel nach oben geht. Man könnte also, wenn man jetzt mal ein bisschen kritisch ist, auch sagen, Apple wächst gar nicht mehr so richtig. Also ein bisschen vielleicht, aber nicht wirklich so wie ein Wachstumsunternehmen, das man sich im Lehrbuch vorstellt. Da geht es nach oben mit einem skalierbaren Umsatz, der immer weiter steigt. Das ist hier nicht der Fall. Es stagniert eigentlich, aber gleichwohl, was nicht stagniert, ist eben die Marktkapitalisierung. Wir sehen, dass diese fünf Indizes in den USA, wenn wir den VIX mit einrechnen, extrem divergieren. Der Nasdaq ganz oben, der heute so ein bisschen mehr Probleme hat, dann kommt der S&P, dann kommt der Dow Jones und dann der Russell. Also das sind schon extreme Abweichungen. Ich hatte heute Morgen eine Grafik gezeigt, dass die 495 Aktien im S&P 500 um und bei 1,6 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung seit Jahresbeginn verloren haben, aber die großen fünf Aktien etwas mehr als 1,6 Billionen hinzugewonnen haben. In der Summe eigentlich ein Nullsummenspiel, aber die Aktienindizes ist gleichwohl dennoch höher, weil eben diese Schwergewichte so schwer gewichtet sind. Schauen wir uns mal hier nochmal diese Relation zwischen Marktkapitalisierung der US-Märkte und dem BIP der Amerikaner an. Da sehen wir, die Amis haben fast 2 Billionen in BIP verloren im zweiten Quartal, Corona-Krise, aber seit Jahresbeginn fast 4 Billionen an Marktkapitalisierung an ihren Aktienmärkten zugewonnen. Das gab es in der Form, in der Divergenz noch nie, ist aber natürlich völlig normal. Heute so ein bisschen zwischenzeitlich mal Gewinne mit Namen, nachdem Nancy Pelosi, die US-Demokratin, gesagt hat, ja, also ich glaube nicht, dass in dieser Woche noch ein Deal kommt. Während Schönsprecher Larry Kudlow gegenüber Fox, glaube ich, war es auch gesagt hat, ja, also das gab deutliche Fortschritte. Das erinnert so ein bisschen damals an hier, morgen haben wir einen Handelsdeal mit China oder die Aussagen von Kudlow, ja, Impfstoff ist ganz nahe. Trump ist da ja auch ein ganz großer Meister im Ankündigen eines Impfstoffes, der dann so wenig kommt wie Godot bei Warten auf Godot. Wir sehen insgesamt allerdings, dass die Kreditkonditionen in den USA sich deutlich verschärft haben. Das heißt, die Banken, die verleihen ungerner Geld oder wenn nach größerer Prüfung. Man ist also strenger geworden, weil man schlichtweg Angst hat, dass die Kreditnehmer hier nicht mehr zurückzahlen kann. Und wir sind jetzt in einer kritischen Marktsituation in Sachen US-Präsidentschaftswahl, denn seit dem Jahr 1928 haben sich die Aktienmärkte nur dreimal geirrt, was ihre Prognosefähigkeit für den Ausgang der jeweiligen Präsidentschaftswahl hatte. Normalerweise fallen sie, wenn der Oppositionskandidat gewinnt, in diesem Fall Joe Biden, im Vorfeld der Wahl, nämlich 3 Monate vor der Wahl, beginnt das. Oder sie steigen, wenn eben der Amtsinhaber gewinnt und seine Partei, in diesem Fall Donald Trump. Wenn also die Aktienmärkte jetzt weiter steigen, dann wissen Sie, dass der nächste glückliche US-Präsident wieder Donald Trump heißt. Sehr zur Freude vieler Menschen auf dieser Welt. Aber schauen wir uns noch ein bisschen an, wie die Dinge hier in die Charts aussehen. Und wir starten hier mit dem Nasdaq, der wie gesagt ein bisschen Schwierigkeiten hat. Alle Charts von Capital.com und auf 15 Minuten. Wir sehen, da ist nicht wirklich Abgabedruck, aber es geht eben nicht mehr so richtig nach oben. Wir haben heute wieder fast die 11.100er Marke erreicht. Knapp ein neues Allzeithoch hier gebildet. Der DAX, der zeigt sich ein bisschen unentschlossen, 12.577. Leichte negativ der deutsche Leitindex. Wir sehen das Gold, das hier die 1200er Marke kurz hat überwinden können und Silber auch massiv nach oben geschossen. Da ging es über 5% nach unten, nach oben. Da kaum wartest du eine Stunde, schon kommt der Chart. Also wir sind hier fast in Richtung 2580 schon unterwegs gewesen. Es steigt alles, warum auch nicht? Es ist möglich, also passiert es. Liquidität ist da normalerweise jetzt eine sehr ungünstige saisonale Situation für die Aktienmärkte. Um und bei bis Mitte August ist da normalerweise nicht so viel zu holen. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter mit diesen Gesprächen zwischen Demokraten und Republikanern? Und wie geht es weiter an den Aktienmärkten, die jetzt eigentlich so einen Impuls brauchen, nachdem die großen Zahlen, der große Donnerstag mit den Tech-Zahlen ja vorbei ist. Wo kommt der nächste Schwung her für die Fortsetzung der Rallye? Das fragen sich die Bullen, das frage ich mich auch und wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend. Servus und ciao.